sagte auch der Wolf im Hintergrund und heulte. Mission Nummer 12, Freunde. Wie geil ist das denn, ey? Wir haben die 11. Mission in der Tasche. Geil. Echt cool. Mächtige Kreaturen bewohnen eine Höhle im Süden. Dazwischen befindet sich jedoch noch eine Gruppe von Helden. Oder wenn ihr sie erreicht und auf eure Seite bringen könnt, bevor sie zu den anderen Keepern gehen, kann euch keiner mehr aufhalten. Es sei denn, ihr macht einen Fehler. Oha. Also erstmal, ups. Erstmal mache ich den Fehler und speichere. Und zwar unter Let's Play. Wie gespeichert? Nicht unter Let's Play, sondern Let's Play. Ne? Wer kennt's nicht? Ah ja. Haben wir denn irgendwelche Kreaturen zur Verfügung? Nein. Ach, die Tür gehört zu mir. Warum verkaufen wir die dann nicht? So, ganz einfache Geschichte. Aber ich finde das so ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht komplett bauen können. Das finde ich ein bisschen... Finde ich ein bisschen schade, dass wir nicht selber bauen dürfen. Manno, ich will gerne selber bauen wieder. Bauen ist immer das Schönste an solchen Spielen, dass du selber bauen darfst und kannst und irgendwie so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Bauen ist einfach was Edles. So. Wir haben auch viele Räume zur Verfügung, ich sehe das schon. Ja. Ja, doch. Ist ja gut. Beruhig dich. Beruhig dich, alter Freund. Wir kriegen das schon. Die Mission dürfte auf jeden Fall deutlich entspannter werden als die Mission davor gerade eben. Ne? Die war ja eindeutig nicht entspannt. Die war eher angespannt als entspannt. So, dann bauen wir erstmal wieder den üblichen, das übliche Versteckspiel um uns herum. Um unser Herz herum. Oh, ich schenke euch mein Herz. So, die Hühnerfarm, die werden wir jetzt eher... Ups. Die werden wir jetzt eher noch ein bisschen kleiner gestalten. Nee, wie gesagt, was ich vorhin angesprochen hatte, den Jahresrückblick, den habe ich mittlerweile fertiggestellt. Und der wird auch heute rauskommen, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich bin sehr gespannt, beziehungsweise jetzt gestern rausgekommen sein, weil wir sind jetzt schon ein Part weiter. Und ich bin sehr gespannt, wie der bei euch ankommen wird. Gut, ich habe ihn ein bisschen anders gemacht als letztes Jahr. Auch nicht ganz so humorvoll, gerade so der Anfang nicht so humorvoll. Weil, ehrlich gesagt, gab es dafür auch keinen Anlass. Wenn ich ehrlich bin. Und deswegen habe ich das nämlich auch gelassen. So, wir brauchen nochmal ein bisschen Geld hier, meine Herrschaften. Wir haben eine Spinne. Und wir haben einen Käfer. Okay, die beiden vertragen sich. Käfer und... Ich glaube, wenn man die opfert, bekommt man eine Jungfrau, eine eiserne. Also nicht die Jungfrau, die ihr jetzt denkt, ne? Nicht die Art von Jungfrau, hatte ich aber schon gerade gesagt. Die eiserne Jungfrau meine ich damit. Zauberer? Zauberer, perfekt. Sehr schön, die brauchen wir nämlich. Der kann nämlich gleich direkt in der Bibliothek sein Quartier beziehen. Gleich anfangen zu forschen. Aber direkt anfangen zu forschen. Was hier unten sein soll. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht direkt auf den Feind stoße. Das wäre das Fieseste, was jetzt passieren könnte. Einfach instant. Ja, zack, du bist jetzt beim Feind. Ja, toll. Super. Klasse. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich blank bin. Das musst du mir nicht unter die Nase reiben. Manu. Aber dafür funktioniert mein PC jetzt. Also lass mich. So. Ein neuer Spruch. Sehr gut. Ich werde jetzt die Bibliothek auch nochmal ein bisschen vergrößern. Aber mehr auch nicht. So. Dann ist auch das wirklich... Ne? Ist dann auch wirklich genug. Das ist okay soweit. Der den Trainingsraum würde ich tatsächlich noch ein bisschen mit warten. Beziehungsweise... Ach Quatsch, was warten wir? Bauen wir. Komm, wird gebaut hier. Freundchen. Ja, apropos wird gebaut. Ich habe ja tatsächlich auch versucht, die ersten 10 Jahre wieder zum Laufen zu kriegen. ja, vergesst es. Unter Windows 10 laufen leider die ersten 10 Jahre nicht mehr. Also es war echt gut, dass ich Command & Conquer in den letzten Jahren so derart durchgerusht habe. Weil jetzt geht's tatsächlich nicht mehr. Ist das ein Versteck tatsächlich? Ja, geil. Dann brauche ich ja gar nicht weiteres Versteck bauen. Das ist ja gut.
Das ist ja gut. Dann haben wir ja eine gute Kapazität. Na hoppla. Die Frage ist, wohin führen uns die Türen? Okay. Ein neuer Spruch. Wie du bist. Wieso bist. Im Moment, wieso bist du im Kampf? Ach, weil du dich mit der Spinne nicht verstehst, ne? Du bist die Fliege. Ja, dann geht man gleich nach Hause. Auf Wiedersehen. Können wir nicht gebrauchen. Spinnen, macht mal bitte die Tür auf. Ich will mal wissen. Die Kreaturen werden angegriffen. Ein neuer Raum. Ja, ich höre die Kampfgeräusche. Ach du Scheiße. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Das laden wir. Ja. Müssen wir jetzt halt wieder ein bisschen was nachholen, das tut mir leid. Aber das ist ja blöd. Ich dachte, das wären jetzt unsere Kreaturen gewesen, weil die Rede war von Verbündeten und nicht von Feinden. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es Feinde sind. Woher soll ich das denn wissen? Ich spiele das doch blind. Ein Eingang wurde erobert. Mann, oh. Gut. Dann brauche ich hier zwar eigentlich gar nicht mein Versteck bauen, aber einfach weil ich es kann, mache ich es trotzdem nochmal. Ist ja fies. Gut, dann machen wir das wirklich ganz in Ruhe. Ich lasse mich von der Missionsansage nicht hetzen. Dann ist es halt so. Wenn der Feind dadurch irgendwelche tollen Kreaturen kriegt, dann ist es eben so. Weil wir müssen erstmal dafür sorgen, dass unser Dungeon hier in Wallung kommt. Ne? Bevor wir hier sonst was treiben. Sonst irgendein Schindluder. Zauberer, perfekt. Was bist du eigentlich nochmal? Käfer, du bist der Käfer. Stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja, genau. Ihr seid genau die Wesen, die ich meinte. Mhm. So, die Hühnerfarm. Das kennen wir ja jetzt schon. Tut mir jetzt leid, dass ich das gerade so ein bisschen laden musste. Aber immerhin, wie gesagt, ich möchte es nochmal ganz stolz hervorheben. Wir haben die 11. Mission geschafft. Die angeblich beschissenste Mission des ganzen Spiels. Von daher möchte und kann ich mich nicht beschweren. Klar, beschweren kann man sich immer, aber nö, mache ich jetzt nicht. Ja, ich weiß. Aber es ist interessant, was wir so alles an Zaubersprüchen auf einmal zur Verfügung haben. Wir sind gerade mal in der 12. Mission, das kommen ja noch ein paar Missionen danach. Sehr gut. Er feiert sich selbst. Finde ich irgendwie gut. So, wir haben noch Platz für einen Trainingsraum. Es kommen ja noch ein paar Räume dazu. So ist es ja nicht, ne? Im Süden sollen Verbündete sein, ja. Hm. Das Gefährliche ist halt nur, wie gesagt... Warum gehen hier noch Wege entlang? Vor allen Dingen, warum in eine Stelle, wo... Naja. Ah! Wir haben einen Drachen da. Sehr schön. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie genau man diesen Drachen bekommt. Ich nehme mal an, dass es einfach Zufallsprinzip ist, dass man den bekommt. Also, dass man jetzt dafür keine bestimmte Voraussetzung erfüllen muss. Es sei denn, vielleicht eine gute Versorgung mit Nahrung. Ach ja, ist das schön. Ich freue mich, dass ich mit euch Dungeon Keeper ganz normal weiterspielen kann, weil ich hatte echt befürchtet unter Windows 10, dass die Speicherstände weg sind. Aber dank GOG, dank Good Old Games, war das nicht so. Die haben nämlich die ganzen Speicherstände so gesichert gehabt. Riesiger Vorteil. Anno brauchte ich mich nicht mehr kümmern, weil das war eh schon fertiggestellt. Ne, und ja. Keine Juwelen, aber dafür jede Menge Gold, okay. Wo haben wir denn hier? Da. Ein neuer Spruch wurde erforscht, jawohl. Schwierende Fliege.
Tschüss. Und der Drache wird jetzt erstmal trainieren. Genauso die Käfer. Und der Teufler ist da. Ich kann es gleich trainieren gehen. Kannst du ja später noch einen Schlafplatz suchen. Aber erstmal, dass unsere Wesen in Trainings, in ihre Trainingseinheiten kriegen. 20.000, das ist solide. Ich würde sagen, wir holen noch mal ein paar Imps. 2, 3, 4. Wir können dann ruhig auch schon mal trainieren. Ach, guck an, jetzt kostet... Ach, das sind die Käfer, die nur 8 kosten. Okay. Ich dachte, das wären jetzt die Imps. Ein neuer Raum. Was ist der für ein Raum? Ach, der Wachposten. Unwichtig. Beziehungsweise, ja, so eigentlich so unwichtig ist er gar nicht. Ich werde mal hier einen positionieren. Sonst... Können wir ja mal machen. Und ein weiterer Teufler ist da. Und eine Spinne ist auch schon eingetrudelt. Jetzt so langsam kommen die Kreaturen. Das ist schon mal gut. Laut dem Zuschauer, den ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, sollen wir pro Eingang insgesamt 20 Kreaturen kriegen können. Also auf jeden Fall 5 mehr als in Dungeon Keeper 2. Wo es pro Portal 15 sind. Beziehungsweise pro erstmaligen Portal, Portal 15. Und danach glaube ich nochmal immer 5 oder so dazu. Also nicht sehr viel. Gut. So, wir haben gerade viele untätige Imps. Dann könnt ihr ja mal ein bisschen trainieren gehen. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest. Deswegen kann man ja mal... Ich finde das sowieso interessant, dass man die Imps tatsächlich ganz normal in den Trainingsraum mitschicken muss. Dass man nicht einfach sagen kann, ja, die leveln sich durch, durch das Graben und Bauen und so weiter, sondern dass sie wirklich da mit, aktiv mitmachen müssen. Das finde ich sehr interessant tatsächlich, weil im zweiten Teil war es tatsächlich so, dass sie gesagt haben, yo, die helfen, die bauen da aktiv die Gänge und das alles und das reicht dann auch. Ich weiß, ich baue hier jetzt gleich einen zweiten. Ein Trainingsraum schadet nicht. Weiterer. Deswegen. Oh, haben wir einen neuen Raum erforscht? Ja, die Werkstatt ist da. Die Werkstatt ist da. Neuer Spruch. Ja, neuer Spruch wurde erforscht. So tief kann ich auch reden. Das ist gar kein Problem. Trainiert die Stimme übrigens. Ist also nie verkehrt, mit der Stimme so ein bisschen zu spielen. Denn es trainiert die Stimme. Die Stimmbänder sind ja genauso ein Muskel wie alles andere auch am Körper. Jetzt gibt es Biologieunterricht bei Lars. Ach ja, die Drachen, die können... Das finde ich so interessant, dass die Drachen auch lehren können. Das finde ich echt interessant. Intellektuelle Drachen bei mir. Mit so einem so Drache mit Brille, weißt du, und dann so ein Buch in der Hand. Geile Vorstellung. Weißt du, gehst du dann so in die Schule und hast dann Herrn Dragoon, den Drachenlehrer. Geil. So, und jetzt üben wir mal das kleine 1x1, ne? Also alle zusammen. Weißt du, so ein 2000-jähriger Drache bildet erstmal die nachfolgende Generation von Schülern aus. Läuft. Oh! Oh, was sehen denn meine müden Augen da? Oh! Wenn das mal keine Edelsteinmine war. Oh. Sehr, sehr sexy. Oh, die wollen wir auf jeden Fall haben. Auf jeden Fall. Ja, man merkt, die Beträge gehen langsam in die Höhe. Aber ich glaube, das Level der Imps dürfte auch so langsam in die Höhe gehen. Ja, ich weiß, es laufen viele Einser rum. Ein neuer Raum. Gut, dann können wir uns ja gleich mal hier nach... Ich hoffe nur, dass mir keine Falle entgegenkommt, weil das wäre fies. Könnt ihr euch schön hier durchgraben bis hin zu der Juwelengeschichte? Oder wird das schwierig mit den... Dings, ne? Mit der Schatzkammer. Ja, es wird schwierig. Macht aber nichts, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch hin. Mache ich dann hier dann irgendwie dementsprechend richtig, dementsprechend her. Dann bauen wir hier eine Schatzkammer hin, eine weitere. Dass dort dann das Geld reinkommt. Sonntag.
Wie viel muss ich zahlen? 3242, das geht noch, das ist in Ordnung. Ja, das dachte ich mir, die gehen jetzt alle dahin und holen sich ihr Geld ab. Ihr wohlverdientes Geld und der Kerker ist da. Der Kerker... Moment, was ist das denn hier? Da ist ja noch ein Platz frei, ist ja unglaublich. Das ist ja ein Skandal. Dass da einfach noch ein Platz frei ist. Nee, 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 das geht so aber nicht, mein Herr. So geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Entschuldigung. Musste da gerade so ein bisschen an die Bulli-Parade denken. So, würde ich mal sagen, hier machen wir hier den Zugang, dann haben wir hier nämlich einen Kerker. Kerker ist ja auch bekanntlich nie verkehrt. Ich baue den Kerker auch mal ein bisschen großzügiger, so hier noch mit hin. Können wir hier auch noch ein Loch reinmachen, ne? Dass wir hier einen schönen Kerker einrichten können. Apropos einrichten, ich sehe gerade. Ich glaube, unser Schlafsaal ist bald voll. Versteck, ja, ich weiß. Ich kenne das als Schlafsaal, lasst mich. Ich nenne es einfach weiterhin Schlafsaal. Das klingt irgendwie edler. So. Ich habe schon wieder eine Fliege. Ja, Fliege, du kannst gleich mitkommen, du kannst nämlich gleich wieder nach Hause gehen. Brauchst dich gar nicht erst einrichten. Tschüssikowski. Meine Bibliothek ist zu klein. Meine Bibliothek ist zu klein, sagst du? Ja, da kann ich aber leider jetzt nichts dran machen, du. So, dann bauen wir nochmal in die Richtung nochmal 5 Kacheln, 5×5. Sollen sie ruhig die Kreaturen kriegen, die mächtigen Kreaturen, das stört mich dann auch nicht so wirklich. Beziehungsweise doch, es stört mich eigentlich schon. Entschuldigung. So, verkaufen wir die Tür. Ich habe vergessen zu speichern, egal, das mache ich dann jetzt. Unter Glück. Gespeichert. So, die sind dabei, das zu graben. Sehr schön. Wie sieht's oben aus? Da seid ihr fertig. Gut, dann machen wir hier gleich die Schatzkammer hin, die nächste. Für das Juwelenvorkommen, weil das ist ja nun... Das ist ja nun permanent, ne? Das ist ja das Schönste. Das ist ja das Schöne an den Juwelen. Du kannst so lange graben, wie du lustig bist. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Ah ja, okay. Irgendjemand wird uns gleich angreifen. Neuer Raum wurde erforscht. Irgendjemand wird uns gleich angreifen. Das hatten wir nämlich beim letzten Mal auch schon. Da kam nämlich auch diese Stimme. Und diese Stimme ist ein Zeichen von wegen so von... Achtung, du wirst gleich angegriffen. So ungefähr. Das hatten wir nämlich auch schon. Das hatten wir in dieser einen Mission, wo alles offen war. Wisst ihr noch? Da hatte der das nämlich gesagt und plötzlich war da die Brücke da. Und dann hat der Gegner uns mehr oder weniger überrascht. Das fand ich gar nicht lustig. Ja, das fand ich überhaupt nicht lustig, dass mein Gegner plötzlich da reinkam und dann, jo, ich greif dich jetzt mal an, ne? Was haben wir denn gekriegt? Die eiserne Jungfrau ist da, hervorragend. Eure Bibliothek ist zu klein. Ich will keine Fliegen, verdammt. Respektier das, ey. Ich will keine Fliegen. Sorry. Ein einziger? Aber ein bisschen wenig, Freunde, ne? Na komm, holen wir nochmal hier ein paar mehr ran. Hier, komm. Schön arbeiten hier. Kann doch nicht angehen, dass hier einer alleine ist. Ja, unglaublich. Hier wird in der Gruppe gearbeitet. Gutes Futter für meine Untergebenen, Keeper. Bin ich das? Das bezweifle ich genau. Hier sind keine Juwelen, wa? Ne, hier sind keine Juwelen. Außerdem höre ich, dass hier gegraben wird, also ist der Gegner schon im Gange. Wie das aussieht, ey. Da schlägt hier einer echt auf den Hintern. Ach Leute, ihr seid echt, ich weiß ja nicht. Aber stattdessen, dass du BDSM betreibst, solltest du besser trainieren. Das wäre mir nämlich lieber, wenn ihr lieber mal trainieren würdet. Meinst du, ja? Du wirst dich noch wundern, Keeper. Ich hoffe übrigens, dass ihr das Hämmern gerade nicht im Hintergrund hören könnt. Falls doch, tut mir das leid. Irgendein Nachbar meint jetzt gerade hier rumhämmern zu müssen, wie so ein Bescheuerter.
ein neuer Raum wurde erforscht. Naja. Stock im Arsch oder was?